Geht der Markt in eine Zweiklassengesellschaft über? Wir haben eigentlich gar nicht so schlechte Aussichten beim DAX beispielsweise, bei den Blue Chips, beim breiten Markt. Allerdings beim Nasdaq sieht das ein bisschen anders aus. Aber lasst uns mal drauf gucken auf den Markt, dann haben wir vielleicht ein bisschen einen Überblick. Zuletzt ist es beim DAX ja noch schön nach oben unterwegs gewesen. Wir sehen, dass wir hier sehr vereinfacht jetzt gezeichnet die Hauptaufwärtsrichtung eben nach oben haben. Dann hatten wir hier eine Bewegung, die, naja, sagen wir mal so, mehr oder weniger zügig hier nach unten gegangen ist, aber eben so ein bisschen die Option offen lässt, dass das nur so eine ABC-Kiste ist beispielsweise und der Markt jetzt vielleicht wieder weiter nach oben geht. Zumindest mal deutet sich das so ein bisschen an. Es gibt auch eine bärische Ausrichtung hier bei dem Chart, allerdings da will ich jetzt im Moment gar nicht so sehr drauf eingehen. Im Moment hat man zumindest grob noch den Überblick oder den Eindruck, dass der Markt hier eben nach oben orientiert ist und dass alle Abwärtsrichtungen, wir sehen das auch hier eben im Verhältnis zur Aufwärtsrichtung, einfach deutlich schwächer sind. Und deshalb die Chancen nach oben einfach die besseren sein dürften. Zumindest mal sieht es ein wenig danach aus. Aber gucken wir mal auf den Dow Jones, dann gucken wir uns das mal hier an. Auch hier ist es immer noch die Aufwärtsrichtung, die deutlich die steilere, die stärkere eben ist. Eine ganz klare ABC-Geschichte hier. Und selbst wenn es jetzt doch noch mal runtergehen würde, dann haben wir hier und hier so viele Kursüberschneidungen, dass das Ganze, oh Gott, jetzt schmiere ich aber gewaltig, aber dass das Ganze hier doch sehr korrektiv anmutet, was ebenfalls für die Aufwärtsrichtung hier noch mal sprechen würde. Also, es sieht auch hier im Moment noch danach aus. Der letzte Schub, der war hier nach oben relativ zügig. Vorsichtig, das hatten wir hier auch. Aber es kam nichts Wackeliges runter, sondern der Markt ist erst noch mal relativ zügig weg. Also da noch kein Indiz dafür, dass das ein Dreh eben bedeuten sollte. Das könnte jetzt hier anders werden mit dieser korrektiven Geschichte, die wir jetzt aktuell hier zumindest mal haben. Zwar noch in Trendrichtung, aber zumindest, also in der jüngsten Trendrichtung. Was ist denn ein Trend? Naja, von hier beginnend eben nach oben, so muss man es ja sehen. Und da sieht das im Moment noch nicht so wirklich doll aus. Als ob wir da noch viel Schwung nach oben haben. Der S&P 500, wir sehen das, der ist ebenfalls noch nicht so richtig wieder oben angekommen. Wir sehen aber, dass diese Abwärtsbewegung, alles was hier seit diesem Hoch passiert ist, eben sehr korrektiv, dreiwellig hier beispielsweise anmutet. Auch das jetzt hier alles, das ist ein komplett korrektiv, internes korrektives Verhalten, was wir hier haben. Und jetzt schauen wir uns mal den Nasdaq dagegen an und da sehen wir, der ist mit Abstand der Schwächste. Also wir sehen hier die deutliche Abwärtsdynamik, die sich hier zumindest mal so halbwegs aufbaut und das spricht ein bisschen dafür, dass der Markt hier weiter nach unten geht. Wir haben Markus Fugmann heute schon gehört, genau zu diesem Thema, denn der hatte ja schon angedeutet, ja, die Fangaktien, also gerade diejenigen, die im Nasdaq so massiv hier dabei sind, die sind am schwächsten aktuell und drücken hier eigentlich den Markt nach unten. Ein bisschen kann das in Verbindung gebracht werden mit den Zinsen. Ich will hier gar nicht so sehr fundamental argumentieren, aber nachvollziehbar natürlich, dass die Bewegung dann nicht gerade vor Dynamik strotzt hier nach oben, wenn wir feststellen, ah, möglicherweise kommen dann doch die Zinsen ein bisschen höher. Das wird insbesondere diesem Hightech-Markt, der sicherlich ja auch in vielerlei Hinsicht da in dem Wettbewerb mit den Zinsmärkten steht.